sollte man sich auf alle Fälle bewusst sein. Ihr habt über mehrere Jahre, mindestens 3, 4, 5 Jahre, eine Mehrfachbelastung. Ihr habt eine Mehrfachbelastung durch dieses Studium, durch diesen Job, eure Familie und Hobbys und Sozialleben. Schaut immer, dass ihr entsprechend eure eigenen Umstände studiert. Also ihr müsst nicht auf Krampf, weil alle anderen das innerhalb von 3 Jahren schaffen, euch das als Ziel machen. Macht euch auch ehrlich, was ist eigentlich eure Motivation, dieses Fernstudium zu machen? Wichtig ausschlaggebend, welche Hochschule wähle ich jetzt für das Ja. Studium? Und zwar aus mehreren Aspekten, die du jetzt auch alle genannt hast, Prüfungsformen beispielsweise. Ich glaube, viele, ja, die sich für so ein Studium interessieren, die gucken im Anfang nicht, also die gucken natürlich, was sind die Studieninhalte, ne? Was interessiert mich, Ja. was sind die einzelnen Module, aber ich sage das auch sehr häufig immer in den Videos, die wir auf unserem YouTube-Channel machen, dazu, was so die vorherrschenden Prüfungsformen in einem Studium. Stehen wollen, dass es vielleicht nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Das war auch bei mir so ein Riesenthema, als ich eben so ein bisschen Probleme hatte, oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich große Probleme mit meinem Fernstudium. Ich habe mir das selber nicht eingestanden. Ist sozusagen plant und an so einem langfristigen Projekt arbeiten möchte, dass man sich von Anfang an bewusst wird, dass man auch Gewohnheiten entwickeln muss, die einem dann Ja. helfen, irgendwie letztendlich automatisch quasi auch so ein bisschen sein Ziel zu erarbeiten. Kannst du uns dazu vielleicht noch was sagen? Und ich habe zum Glück hier in diesem Büro eine Badewanne ohne Dusche. So, und ich habe mich dann einfach unter die kalte Dusche gestellt. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Also nach der kalten Dusche war ich wirklich richtig wach, richtig motiviert und dachte, okay, jetzt kann ich einen Tag starten, ne? Eliminiere erstmal alle Störungen, die ich haben könnte, ne? Das heißt, wenn ich irgendwas beispielsweise für die Hochschulen machen muss oder andere Dinge, bei denen ich sehr stark konzentriert sein muss, wie es auch bei einer Prüfungsvorbereitung wäre, erstmal alle Störungen weg. Das ganz klassisch Smartphone auf Flugmodus. Ich nutze zum Beispiel auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, wenn man dann in der Wohnung komplett alleine ist und trotzdem den Noise-Canceling-Kopfhörer auf hat. Aber so hilft es mir einfach, mich komplett auch abzuschotten. Helfen natürlich total. Wenn du sagst, du hörst quasi die ersten Takte von den brandenburgischen Konzerten, dann ist es natürlich deine Konditionierung, die du im Laufe der Zeit auch aufgebaut hast. Sobald du das hörst, weißt du, du bist eigentlich im Konzentrationsmodus. Und so ist es bei mir genauso. Also mir reicht es schon, einfach diesen Noise-Canceling-Kopfhörer aufzuziehen. Und schon weiß ich, ich kann mich super gut konzentrieren. Ne? Du hast auch Kaffee angesprochen, ne? Kaffee gehört irgendwie für die meisten von uns auch zum Arbeiten dazu. Oder vielleicht auch ein schwarzer oder grüner Tee oder irgendwas. Und was hältst du von Energy Drinks? Also sehe ich häufiger auf Instagram, dass ich. Beispiel, wenn ich merke, ich hatte in der Vergangenheit immer wieder ein Problem mit Kontinuität, weil ich mich einfach nicht kontinuierlich dran gesetzt habe, weil ich keine Routinen, keine Gewohnheit etabliert habe, dann muss es mein Ziel sein, ich fange jetzt, ich mache diesen für mich Neustart in diesem neuen Semester, nach meinem Urlaubssemester, aber dieses Mal mit Gewohnheiten. Mir war eines der großen Probleme auch in den ersten Semestern, dass ich mich völlig überladen hatte mit Modulen und Sachen, die ich irgendwie Total, schaffen wollte, total. gerade im ersten Semester. Da willst du irgendwie alles schaffen. Du weißt halt, du kannst deine Kräfte auch nicht so richtig einschätzen. Und das hat dann natürlich zu super viel Frust geführt, weil das einfach nicht zu schaffen war. Fragt, ja, du kannst es oder bekommt es immer zu hören, ja, du kannst das irgendwie so. Du kannst dann da regelmäßig den Sport machen, irgendwas. Ich brauche da in dem Sinne eigentlich gar keine Disziplin mehr dafür, weil das halt ein Bedürfnis für mich ist. So, wenn Ja. ich meinen Körper nicht irgendwie bewegen kann, dann nicht irgendeinen Ausgleich habe zu dieser sehr verkopften Arbeit, die ich auch mache, hier vom PC halt sehr viel zu sein. Oder wenn ich halt was lerne, sehr viel da einfach versuchen, so in meinen Kopf reinzubekommen. Wenn ich da keinen Ausgleich dafür habe, so, dann habe ich das Gefühl, dann werde ich einfach ein schlechter Mensch. In Schwung komme ich übrigens auch gerne mit meinem Trampolin. Also wir haben hier im Büro ein Trampolin stehen, so erstmal was trinken so und dann eine Runde auf dem Trampolin irgendwie so 100 Sprünge einfach so und dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen in Das Schwung. hört Habe ich sich heute Morgen dann auch super gemacht, ne? In Kombination mit der Dusche und Ja. allem so. Wenn mein Körper dann so richtig in Schwung erstmal ist so und dann fällt es mir eben auch leichter, mich zu motivieren. Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Vanessa von Study with Wayne, dem Instagram-Channel, den ihr vielleicht auch schon folgt, wenn ihr ein Fernstudium absolviert. Vanessa ist nämlich Coach für Fernstudierende. Vanessa arbeitet als Dozentin auch in der Erwachsenenbildung. Und Vanessa kennt ihr vielleicht sogar schon aus euren Studienskripten. Ja, Vanessa ist nämlich auch Autorin für Studienmaterialien und in dieser Funktion tätig für größere Fernhochschulen in Deutschland. Ja, also Vanessa kennt sich definitiv aus, was die Arbeit mit Studierenden angeht, hat hunderte Fernstudierende bzw. Studis gecoacht und
betreut im Laufe ihrer Tätigkeit. Und mit Vanessa möchte ich jetzt über das spannende Thema Motivation reden. Ja, Vanessa hat mir nämlich erzählt, dass Motivation eines der größeren Themen oder großen Themen auch in ihrer Community ist. Ja, dass Studis oder Fernstudis immer wieder nachfragen, wie kann ich mich motivieren für das Studium, für das Fernstudium? Wie kann ich mich langfristig motivieren? Wie gehe ich mit Motivationslöchern um? Wie kann ich mich auch kurzfristig einfach motivieren, um mich ja auf die Klausur vorzubereiten, die in den nächsten Tagen stattfindet, obwohl ich überhaupt keine Lust dazu habe. Und über all diese Themen möchte ich jetzt mit Vanessa reden. Und ich würde mal sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, Vanessa, dann herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir ein bisschen über das Thema Motivation reden kann. Das hat man jetzt noch gar nicht im Podcast. Und ich muss sagen, als ich heute früh aufgestanden bin, alle haben gerade irgendwie so Ferien, Urlaub. Also vielleicht zur Info für unsere Zuhörer, wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten. Genau. Übermorgen ist quasi Heiligabend. Und alle gehen jetzt irgendwie schon so in Urlaub und ich dachte mir heute früh, oh nein, ich habe keine Lust aufzustehen, ich bin nicht sonderlich motiviert, heute irgendwie jetzt noch den Arbeitstag durchzuziehen, und ich habe mich dann trotzdem irgendwie motiviert und ich hoffe, wir können jetzt im Podcast so ein kleines bisschen darüber reden, was man dann so machen kann, beispielsweise bei solchen Sachen, wo man sich sehr kurzfristig für etwas motivieren muss, ja, und natürlich auch, wie man sich langfristig motiviert. Also herzlich willkommen hier im Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Sehr schön. Also ich freue mich sehr, dass ich zum Thema Motivation mit dir heute sprechen kann. Und das, was du gerade geschildert hast, ist eigentlich so ein ganz klassisches, kurzfristiges Motivationsloch, was man natürlich auch beispielsweise kurz vor Weihnachten haben kann. Du hast wahrscheinlich, so wie wir alle, ganz kurz vor Weihnachten noch ganz viele Dinge, die du erledigen möchtest, die du fertig bekommen möchtest. In deinem Fall mit deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich noch Budgets, die du aufbrauchen möchtest oder verwenden möchtest. Das muss ja alles noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Und das ist eben ganz klassisch vor Weihnachten, dass sich alles so zusammenknüllt, dass ganz viele Dinge parallel kommen. Und da ist natürlich auch eine ganz große Parallele zu den ganzen Fernstudios, die ich auch dann auch betreue. Da ist ganz viel auf der Arbeit, was erledigt werden muss. Das Studium kommt dazu. Dann hat man natürlich auch noch Familie. Man bereitet Weihnachten vor. Man hat ganz viele soziale Verpflichtungen. Gefühlt will dann zur gleichen Zeit jeder auf den Weihnachtsmarkt gehen, was wunderbar ist. Und dann knüllt sich alles zusammen. Und dann kommt man natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise in Überforderung. Man weiß gar nicht mehr, wie soll ich mich jetzt orientieren? Wo soll es lang gehen? Und das, was du heute Morgen was du gesagt hast, wie es dir heute Morgen ging, ist ein ganz klassisches, so ein kurzfristiges Motivationsloch. Und was da in der Regel ganz, ganz gut hilft, ist, wenn man sich Ziele setzt und so ein bisschen reflektiert, was erwartet mich heute, wie kann ich diese Themen, diese Ziele abarbeiten. Und ich hoffe, dass das Interview für den Podcast heute mit mir ein angenehmes Ziel für dich war. Ja, auf jeden Fall. Ich sag dir auch gleich mal im Verlaufe jetzt von diesem Podcast oder unseren Zuhörern auch, wie ich mich dann tatsächlich auch motiviert habe. Aber ich wollte erstmal so ein bisschen über langfristige Motivation reden. Also nehmen wir mal an, jemand interessiert sich für ein Studium oder auch eben für ein Fernstudium, was die meisten unserer Zuhörer machen oder irgendwann mal gemacht haben im Laufe ihrer Studiekarriere. Und ja, überlegen sich dann so, ja, wie schaffe ich es denn eigentlich, mich jetzt über mehrere Jahre hinweg langfristig für dieses Studium immer wieder zu motivieren, immer wieder aufzuraffen, zu lernen. Ich meine, ganz am Anfang ist man natürlich noch super motiviert und denkt, ja, das wird wahrscheinlich kein Problem sein, da jetzt 3, 4, 5 Jahre durchzuhalten. Wir hatten hier im Podcast auch schon mal das Thema Prokrastination. Ja, da hat uns Kerstin Obermeier erzählt, dass sie teilweise Studis in ihrem Coaching hat, die schon 10 Jahre irgendwie so in ihrem Studium hängen, also in ihrem Fernstudium dann nicht so richtig vorankommen, hängt ja auch ein bisschen mit Mangel an Motivation zusammen. Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Sachen sagen, was man machen kann, was man sich auch überlegen kann, bevor man so ein Studium anfängt in Bezug auf so eine langfristige Motivation. Genau, also du hast im Prinzip das allerwichtigste Stichwort schon selbst gegeben. Es ist eine Verpflichtung für mehrere Jahre. Mhm. Und dessen sollte man sich auf alle Fälle bewusst sein. Ihr habt über mehrere Jahre, mindestens 3, 4, 5 Jahre, eine Mehrfachbelastung. Ihr habt eine Mehrfachbelastung durch dieses Studium, durch diesen Job, eure Familie und Hobbys und Sozialleben. Und dessen müsst ihr euch bewusst sein. Also wir sprechen bei einem Fernstudium nicht von einem Sprint. Wir sprechen leider immer von einem Marathon. Das geht über mehrere Jahre. Und da sprechen wir von einer wirklich ganz grundlegenden Motivation
für dieses Studium, was eben auch tatsächlich passen muss. Ansonsten wird das sehr schwierig für euch oder ihr werdet zu so Langzeitstudenten. Nichts gegen Langzeitstudenten, aber ihr habt natürlich irgendwann auch mal Interesse, das Studium in einem vernünftigen Zeitrahmen abzuschließen. Für euch vernünftig. Ich möchte auch noch gerne ein bisschen was zum eigenen Studientempo sagen. Schaut immer, dass ihr entsprechend eure eigenen Umstände studiert. Also ihr müsst nicht auf Krampf, weil alle anderen das innerhalb von 3 Jahren schaffen, euch das als Ziel machen. Schaut euch, wenn ihr euch für ein Fernstudium interessiert, ganz genau eure Umstände an. Wie sieht es mit der beruflichen Entwicklung aus? Habt ihr vielleicht in den nächsten Jahren, gibt es da vielleicht neue Jobs, die ihr machen wollt? Vielleicht auch nochmal einen Karriereschritt, dass ihr Personalverantwortung bekommt? Wie sieht es mit der Familie aus? Hast du da die Unterstützung, die du brauchst? Hast du da jemanden, der dir auch mal den Rücken frei halten kann? Oder hast du vielleicht parallel zu deinem Fernstudium vielleicht die Einschulung von deinem Kind, die Kindergarteneingewöhnung, sonst wirklich so ganz, ganz große Meilensteine, die wunderschön sind, aber die es natürlich dann auch ganz, ganz schwierig machen, noch ein Fernstudium unterzubringen. Das ist so quasi so der erste Aspekt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Man sollte sich sein Umfeld anschauen und auch die eigene Motivation für dieses Fernstudium. Warum möchtest du das überhaupt machen? Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum du dich für ein Fernstudium entscheidest. Angefangen von, ich wollte schon immer einen bestimmten Studiengang studieren. Es hat damals, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer, die absolut in Ordnung sind, und mach das zu einem späteren Zeitpunkt. Bis hin zu, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, was ja wirklich Motivation für sehr, sehr viele Fernstudierende sind, die noch weitere Qualifikationen bekommen möchten im Sinne von einem lebenslangen Lernen. Und natürlich auch der Geldfaktor ist natürlich auch eine ganz, ganz große Motivation, dass man natürlich einfach nochmal eine ganz andere Karriereentwicklung machen kann, wenn man bestimmte Studienabschlüsse hat. Das heißt, macht euch auch ehrlich, was ist eigentlich eure Motivation, dieses Fernstudium zu machen? Und dann natürlich so als weiteren Faktor, der dazugehört, Christian, wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen, wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Wir haben beide ein nicht abgeschlossenes Fernstudium. Ist bei mir genauso. Bei mir zum Beispiel war das so, dass das Fernstudium und der Studiengang und die Art und Weise, wie die Unterrichtsmaterialien aufbereitet waren, überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Und das ist auch was, das könnt ihr schon bevor ihr euch für ein Fernstudium entscheidet, auch abklären. Also welche Unterlagen werden mir zur Verfügung gestellt? Wie wird unterrichtet? Bin ich da in einem ganz, ganz großen Umfang alleine gelassen, weil ich vielleicht einen Studienbrief alleine durcharbeiten muss? So war das in meinem Fall. Ich habe das alleine einfach nicht hinbekommen. Ich hätte eine deutlich stärkere Begleitung von Tutoren gebraucht oder vielleicht auch von einem Mentor oder einem Coach, der oder die mich da einfach ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so kannst du in einem Fernstudium studieren. Und natürlich auch die Frage, welche Prüfungsleistungen sind überhaupt gefragt? Bin ich eher so Typ Prüfung, der dann wirklich auch auf einen bestimmten Termin hinarbeiten kann? Oder bin ich eher so Typ wissenschaftliche Arbeit, sodass ich Hausarbeiten, Projekte arbeiten, ein bisschen so im eigenen Tempo bearbeiten kann? Das finde ich auch immer einen wichtigen Aspekt, den man berücksichtigen sollte, weil es natürlich auch wiederum aufs eigene Zeitmanagement einzahlt, ne? Dass man auch sagen kann, bin ich eher jemand, der sich Freiräume nehmen kann, um mich auf Prüfungen vorzubereiten, oder möchte ich lieber mir diese Freiräume nehmen und dann einfach auch an wissenschaftlichen Arbeiten dann arbeiten, wann ich es in mein Leben integrieren kann. Ja, ganz wichtiger Punkt auch jetzt, was du nochmal sagst, ist natürlich ganz wichtig ausschlaggebend, welche Hochschule wähle ich jetzt für das Ja. Studium? Und zwar aus mehreren Aspekten, die du jetzt auch alle genannt hast, Prüfungsformen beispielsweise. Ich glaube, viele, ja, die sich für so ein Studium interessieren, die gucken im Anfang nicht, also die gucken natürlich, was sind die Studieninhalte, ne? Was interessiert mich, Ja. was sind die einzelnen Module, aber ich sage das auch sehr häufig immer in den Videos, die wir auf unserem YouTube-Channel machen, dazu, was so die vorherrschenden Prüfungsformen in dem Studium sind. Und das sollte man sich unbedingt mit angucken, ja, wenn man jetzt nur Klausuren hat und dann aber eigentlich gar nicht so der Klausuren-Typ ist, weil man hier dann Schwierigkeiten hat, irgendwie sich kurzfristig zu motivieren, so eine Klausur mit einer guten Note durchzuziehen, dann sollte man doch eher nach einer Hochschule gucken, die ein bisschen mehr
alternative Prüfungsformen anbietet. Die SRH ist beispielsweise, soweit ich weiß, eine Hochschule, Hochschule Fresenius, die bieten auch alternative Prüfungsformen an, ne? Oder vielleicht eine gute Mischung auch einfach. Also ganz wichtig, auch für die langfristige Motivation, sich einfach für die richtige Hochschule zu entscheiden. Und das sollte man vielleicht auch in Kauf nehmen, mal den Probemonat durchzumachen oder vielleicht sogar mal ein ganzes Semester durchzumachen und dann nochmal zu wechseln, wenn man merkt, das passt nicht so richtig. Das sollte man da einfach mit einplanen in den ganzen gesamten Studienverlauf, ja, und sich dann auch nicht schämen sozusagen oder ein schlechtes Gefühl haben, weil es dann nach dem ersten halben Jahr oder nach dem ersten Semester doch noch nicht so gut geklappt hat. Bin ich total bei dir und hast auch was sehr, sehr Schönes angesprochen, dieses sich schämen oder sich nicht eingestehen wollen, dass es vielleicht nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Das war auch bei mir so ein Riesenthema, als ich eben so ein bisschen Probleme hatte oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich große Probleme mit meinem Fernstudium. Ich habe mir das selber nicht eingestanden, dass ich es nicht hinbekomme. Mit der Art und Weise, wie dieses Studium organisiert ist, mit der Art und Weise, wie die Studienmaterialien aufbereitet sind und mit der Unterstützung, die ich durch die Hochschule bekomme. Was auch noch so ein weiterer Aspekt ist in Bezug auf Prüfungsleistungen. Wann kann ich die machen? Wie häufig kann ich die machen? Ne? Es gibt ja auch Studienmodelle, die haben einen ganz klar vorgegebenen Prüfungszeitraum. Und dann habe ich halt einfach diese 3, 4 Wochen maximal im Semester, in denen ich Prüfung schreiben kann. Kann aber sein, dass zu dem Zeitpunkt mein Kind gerade in die Kita kommt und ich es eingewöhnen muss. Dann kann ich diese Prüfung nicht machen. Aber wenn du solche Meilensteine schon weißt, dann kannst du dich vielleicht auch eher für so ein Studienmodell entscheiden, bei dem du vielleicht monatlich eine Prüfung ablegen kannst, ne? Sodass, wenn dich tatsächlich das kleine, mittlere oder auch große Motivationsloch doch mal erwischen sollte, dass du mal sagst, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen Prioritäten setzen und ich setze vielleicht mal einen Monat aus und schreibe die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt. Oder wenn es möglich ist, ich gebe die Hausarbeit, Projektarbeit schlicht und ergreifend einen Monat später ab, ne, weil ich mich auch später angemeldet habe. Ein Aspekt vielleicht noch, den ich noch mit einwerfen möchte, den du aber auch schon genannt hast, ist ja, man sollte sich natürlich seiner Ziele bewusst werden. Ja, warum oder sein, warum möchte ich studieren? Was hältst du von Visualisierung? Also, dass man sich einfach mal vielleicht hinsetzt und sich auch mal rein gedanklich irgendwie und vielleicht auch ganz bildlich vorstellt oder das vielleicht auch mal aufschreibt, ja, auf einen Zettel, was man für Ziele hat und dass man sich da ganz bildlich vorstellt, wie man, weiß ich nicht, vielleicht seinen Abschluss schon in den Händen hält, das Abschlusszeugnis oder wie man irgendwelche Klausuren bestanden hat, wie man, weiß ich nicht, Lob bekommt, wenn einem das wichtig ist von, von Bekannten, Verwandten, Familie und so weiter und von Freunden. Hältst du da was davon? So eine Art Mentaltechnik irgendwie, um sich da auch seine Ziele sozusagen nochmal so ein bisschen im Kopf zu verfestigen so und dann nach und nach daran zu arbeiten, dass die dann manifestieren. Ja, ich bin ein riesengroßer Fan davon, muss ich sagen. Und das ist wunderschön auch ausgedrückt. Man kann auf verschiedenste Arten und Weisen visualisieren, ne? Also man kann beispielsweise sich Fotos ausschneiden oder im Internet recherchieren, sich selber so eine Collage basteln, sagt, was sind so meine Ziele, nachdem ich diese ganze Anstrengung hatte und worauf möchte ich hinarbeiten. Ne? Das kann ein anderer oder besserer, in Anführungsstrichen, Job sein, das könnte mehr Gehalt sein, es könnte eine ganz andere berufliche Option sein. Das kann ich ja alles visualisieren. Für die eher so visuell orientierten Typen. Ich kann das aber auch für mich selber niederschreiben. Ne? Da ist ja heutzutage auch Journaling so ein riesengroßer Trend, dass man sich selber auch immer wieder so ein Tagebuch schreibt oder sich auch selber seine Ziele aufschreibt. Und der Podcast wird ja Anfang 2023 rauskommen. Gerade Anfang des Jahres setzen wir uns ja generell mit unserem Jahr und unserem Jahresverlauf auseinander und natürlich auch mit unseren Zielen. Und da kann man das auch wirklich wunderbar als Gelegenheit nutzen, dass man einfach nochmal seine Ziele niederschreibt für das Jahr und einfach nochmal mit sich selber auch vielleicht, ich würde sogar fast sagen, einen kleinen Vertrag macht, dass man sagt, ich möchte in diesem Jahr Ziel 1, 2 und 3 erreichen, kann sich da vielleicht auch zeitlich eine entsprechende Vorgabe machen und ja, also alles, was niedergeschrieben ist oder auch ja, als Collage arrangiert wird mit Bildern oder man kann beispielsweise auch Apps nutzen. Pinterest ist da auch ein riesengroßes Thema, dass man da einfach so seine Wunschvorstellungen pinnt und da glaube ich wirklich sehr, sehr stark dran und nutze es tatsächlich auch selber für meine unterschiedlichen Projekte, also dass ich das dann visualisiere und mir dann vorstelle, was ist passiert,
nachdem ich diese ganze, oder was passiert, wenn ich diese ganze Anstrengung hinter mich gebracht habe und wie komme ich über diesen Berg? Und das ist ja in einem Fernstudium genau das Gleiche. Also wie bewältige ich diesen großen Berg an Prüfungen, Hausarbeiten und so weiter? Und was erwartet mich da? Und das ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Ja. Ja, und diese Visualisierung kann man dann auch nutzen für seine, ja, oder für die kurzfristige Motivation. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ein Aspekt hätte ich jetzt noch in Bezug auf die langfristige Motivation. Planung ist wichtig, hast du jetzt auch schon angesprochen. Und in dem Zusammenhang würde ich mal gerne noch den Begriff Gewohnheiten mit einschmeißen. Also ich Absolut. finde es auch wichtig, dass man, wenn man sich etwas so Langfristiges sozusagen plant und an so einem langfristigen Projekt arbeiten möchte, dass man sich von Anfang an bewusst wird, dass man auch Gewohnheiten entwickeln muss, die einem dann Ja. helfen, irgendwie letztendlich automatisch quasi auch so ein bisschen sein Ziel zu erarbeiten. Kannst du uns dazu vielleicht noch was sagen? Dazu kann ich gerne was erzählen. Und zuallererst gefällt mir total, dass du gesagt hast, Projekt. Also ein Fernstudium ist ein Projekt und das muss geplant werden. Also das macht man nicht nebenbei. Und ehrlicherweise, man macht das auch nicht als Hobby. Ne? Also das ist einfach kein neues Hobby, was man mal ausprobieren kann. Und das wird schon irgendwie funktionieren. So wird es nicht funktionieren. Es ist ein groß angelegtes Projekt. Es ist der Marathon, von dem wir sprechen. Und wie du gerade gesagt hast, Gewohnheiten. Wir brauchen Gewohnheiten. Und da finde ich, Gewohnheit hört sich oftmals so als riesengroßes, fast nicht zu überwindendes Wort an, dass man bestimmte Dinge integrieren muss und dann um 6 Uhr morgens aufstehen muss, erstmal eine Stunde Yoga machen muss, 10 Kilometer rennen muss, und dann erstmal irgendein wunderbar gesundes Frühstück essen muss. Ja, das kann ein Aspekt sein, wenn ihr das so machen wollt, aber habt da nicht so Angst vor dem Wort Gewohnheit. Es geht eher darum, eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und um konstant motiviert zu bleiben und dann natürlich auch eine Disziplin zu entwickeln, dass man sagt, es kann ein kleiner Aspekt sein, dass ich beispielsweise, wenn ich bei einer Online-Vorlesung dabei war, 90 Minuten, dass ich mir eine Viertelstunde danach einfach nochmal jedes Mal, nachdem ich bei so einer Vorlesung dabei war, meine Notizen aufschreibe. Was ist hängen geblieben? Was ist nicht hängen geblieben? Was habe ich nicht verstanden? Und dann, nächste Gewohnheit, nehme ich mir nochmal eine Stunde, einen Tag drauf oder vielleicht 2 Tage da drauf und arbeite das nach. Ne? Also, dass ich dann schaue, was habe ich einfach nicht verstanden? Was habe ich nicht mitgenommen aus dieser Vorlesung? Sodass man wirklich kontinuierlich dabei bleibt. Und ich glaube, Kontinuität auch so ein ganz, ganz großes Wort im Fernstudium. Und so können wir mit ganz, ganz kleinen Schritten natürlich dann auch diesen Marathon bewältigen. Weil bei Fernstudieren haben wir dann natürlich noch eine Sondersituation. Wenn du die Unterrichtsmaterialien selber dir nicht aneignest, egal in welchem Format sie kommen, sei es, dass es ein Studienbrief ist, sei dass es eine E-Lecture ist, es ist nicht so wie in der Präsenzvorlesung bei der Präsenzstudium, bei dem du da bist und irgendwie die Inhalte schon mitbekommst oder irgendwie Fachbegriffe aufschnappst. Im Fernstudium, wenn du es nicht gelernt hast und dir selber nicht angeeignet hast, es ist nicht parat in der Prüfung. Und Disziplin und Gewohnheiten helfen uns natürlich dann sehr, sehr stark dabei, dass wir dann eben immer wieder zu unseren Themen finden, zu unseren Inhalten finden und natürlich dann auch nach und nach unser Studium abarbeiten können. Ja, super. Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen ausgearbeitet, was wichtig ist für die langfristige Motivation, ja, sich Gedanken darüber zu machen, dass es eben ein langfristiges Projekt ist, sich schon mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was möchte man für Gewohnheiten aufbauen, die einem dann helfen. Gewohnheiten, dazu zähle ich auch vielleicht noch als Anmerkung, auch Dinge, die einem helfen, motivierter zu sein, über die wir dann auch mal so ein bisschen reden wollen. Ja, so Lifestyle-Sachen vielleicht, Ja. ein bisschen Sport, Yoga, solche Sachen. Ja. Die kann man ja auch mit als Gewohnheit aufbauen in dieser Zeit, wenn man die nicht schon in sein Leben integriert hat. Wichtig auch für die langfristige Motivation natürlich die richtige Hochschule zu wählen, ja, ganz wichtig. Oder sich auch bewusst zu machen, dass man eventuell noch mal nach einem, vielleicht sogar nach 2 Semestern wechseln muss, weil die Hochschule eben nicht so passt. Und dann ja, ganz wichtig auch das Thema Visualisierung. Darüber sollte man sich alles ein bisschen Gedanken machen, bevor man so ein Studium startet. So, dann gehen wir vielleicht mal rein in die kurzfristige Motivation. Ja, also wir hatten jetzt den Marathon-Aspekt im Prinzip für das Studium. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen diesen Sprint-Aspekt. Genau. Also angenommen, ich schreibe jetzt nächste Woche eine Klausur. Ja, wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten. Na gut, zwischen den Jahren ist jetzt vielleicht eher unwahrscheinlich, dass man da eine Klausur schreibt, aber kann man an so Hochschulen wie der IU ja theoretisch machen. Ne? Da
bucht man sich dann einfach die Online-Klausur. Ich möchte die jetzt noch unbedingt machen. Und ja, jetzt bin ich eben nicht mehr so richtig motiviert. So wie ich heute Morgen, ja, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich aufstehen. Der Wecker klingelt gleich. So, ich habe eigentlich, würde am liebsten jetzt liegen bleiben und den Tag einfach nur, weiß ich nicht, im Bett verbringen, ja, und dann aller Ruhe frühstücken, wie ein Sonntag, anstatt jetzt zu arbeiten, ja. Und so geht es dann vielleicht auch vielen Studis, die sich so denken, okay, ich muss jetzt eigentlich was für meine Klausur machen, aber so richtig Lust habe ich nicht. Ich kann euch vielleicht mal sagen oder dir und unseren Zuhörern, wie ich mich dann heute Morgen motiviert habe. Ich meine, aufstehen ist klar so, das bekomme ich immer hin, ja, egal was irgendwie, selbst wenn ich keine Lust habe, ich stehe halt einfach auf und mache das, da habe ich einfach die Disziplin und die Gewohnheit letztendlich auch, ja, weil ich weiß so, ich habe jetzt was zu tun, dann muss ich halt aufstehen, da komme ich gar nicht drum rum. Ne, für Familien mit Kindern ist vielleicht noch ein bisschen anders, da muss man dann sowieso auch aufstehen, um die Kinder irgendwie zu versorgen, in, ja, weiß ich nicht, Frühstück zu machen, in Kindergarten, Schule und so weiter zu bringen. Da hat man letztendlich keine Wahl. So, was ich dann gemacht habe, ich war dann im Büro. Und war immer noch einfach müde, ne, nach dem ersten Kaffee, auch immer noch nicht so richtig fit und motiviert. Und ich habe zum Glück hier in diesem Büro eine Badewanne ohne Dusche. So, und ich habe mich dann einfach unter die kalte Dusche gestellt und das hat auf jeden Fall geholfen. Also nach der kalten Dusche war ich wirklich richtig wach, richtig motiviert und dachte, okay, jetzt kann ich einen Tag starten, ne? Dann habe ich den Podcast jetzt noch ein bisschen vorbereitet, so habe noch ein bisschen ins Thema reingeguckt. Das war sehr, sehr hilfreich. Wenn ich jetzt lernen wollte, also lernen müsste, denke ich mal, dann hätte ich jetzt auch problemlos eine gute Lernsession, eine Stunde oder so, vielleicht sogar 2 Stunden zusammenbekommen nach dieser kalten Dusche. Also ist für mich ein Trick irgendwie so, um mich kurzfristig zu motivieren, mich so einem kurzen Kälteschock beispielsweise auszusetzen oder vielleicht auch eine Runde laufen zu gehen, joggen. Sowas hilft mir auf jeden Fall unter anderem so, um mich irgendwie kurzfristig zu motivieren. Was kannst du uns dazu sagen? Was gibt es so für Tricks und Hacks, um sich kurzfristig für so Lernen, für so eine Klausur beispielsweise zu motivieren? Das hast du auch schon ganz, ganz viele schöne Sachen gesagt, die ich auch definitiv empfehlen würde. Also was du ja auch gesagt hast, dir hilft immer die kalte Dusche. Mir hilft es zum Beispiel, wenn ich so ein Motivationsloch, so ein kurzfristiges Motivationsloch habe, lasse mich komplett auf die Situation ein, ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich eliminiere erstmal alle Störungen, die ich haben könnte, ne? Das heißt, wenn ich irgendwas beispielsweise für die Hochschulen machen muss oder andere Dinge, bei denen ich sehr stark konzentriert sein muss, wie es auch bei einer Prüfungsvorbereitung wäre, erstmal alle Störungen weg. Das merke ich, das hilft mir ungemein. Ganz klassisch Smartphone auf Flugmodus. Ich nutze zum Beispiel auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, wenn man dann in der Wohnung komplett alleine ist und trotzdem den Noise-Canceling-Kopfhörer auf hat. Aber so hilft es mir einfach, mich komplett auch abzuschotten und mich ganz fokussiert auf das Thema konzentrieren zu können. Das ist so mein eigener persönlicher Hack für, was mache ich, wenn ich mich nicht motivieren kann? Erstmal alle Störungen weg. Wie gesagt, Smartphone weg, MacBook weg, ganz starke Fokussierung auf meine eigentliche Aufgabe. Dann mache ich das auch so ähnlich, wie du das gemacht hast. Du hast ja gesagt, du nutzt die kalte Dusche. Bei mir ist es tatsächlich die warme Dusche. Und natürlich auch, ich mache dann auch immer einen schönen Kaffee, um mir einfach das selber so angenehm wie möglich zu machen, um mein Motivationsloch zu überwinden, ne? Also ich eliminiere alle Störungen, mache mir einen schönen Kaffee. Und was auch ganz wichtig ist, du hast gerade auch gesagt, na, dann lerne ich vielleicht 1, 2 Stunden. Genauso macht man es. Man macht erstmal so ein ganz kleines Ziel. Ne, dass man mit sich selber vereinbart, ich möchte 1 Stunde lernen und hört dann auch nach dieser Stunde auf. Und dann hat man schon die erste große Hürde dieses Motivationslochs überwunden und höchstwahrscheinlich macht man dann aber noch mal weiter, wenn man gemerkt hat, es funktioniert doch und ich habe es geschafft, mich aus dieser Motivation rauszuholen. Klar, jetzt vor Weihnachten kommt wahnsinnig viel zusammen. Wir ganz zu Anfang schon gesprochen, Projekte wollen abgeschlossen werden, Weihnachtsmarktbesuche stehen an, zig Geschenke wollen gekauft werden und dann kommt natürlich noch das Studium dazu. Und da muss ich einfach mich auf auf meine Motivation berufen, auf meine langfristige Motivation, die ich vielleicht auch visualisiert habe und muss mir klar machen, ich brauche diesen ganz kleinen Schritt, um nochmal wieder ins Machen zu kommen. Und ich glaube, das ist oftmals auch so. Das Wichtigste, dass er erstmal ins Machen kommt. Und wenn es auch heißt, dass es vielleicht nicht die Stunde ist, die ich lerne oder die ich an der Hausarbeit schreibe, dann ist es vielleicht eine halbe Stunde, aber du hast was gemacht.
Und man kommt auch nicht so in dieses Gedankenkarussell, dass man sagt, jetzt habe ich schon so lange nichts mehr gemacht, fühlt sich von Tag zu Tag schlechter, kommt dann tatsächlich in diese klassische Prokrastination rein, also diese Aufschieberitis, dass ich gar keine Überwindung mehr bekomme, mich überhaupt mit meinem Studium auseinanderzusetzen. Das heißt, ich schiebe das möglichst lange weg. Und tada, da hast du von deinem, bist du eigentlich aus deinem kurzfristigen Motivationsloch in ein langfristiges Motivationsloch reingefallen. Und das ist natürlich umso schwieriger, da wieder rauszukommen. Du hast jetzt angesprochen, Noise-Canceling-Kopfhörer. Finde ich auch eine ziemlich Ja. coole Taktik. Sollte ich mir Ja. vielleicht auch mal zulegen. Was ich ganz gerne mache, weiß nicht, was du davon hältst, ist Musik zu hören. Aber jetzt nicht jegliche Art von Musik. Ich habe so Ja. bestimmte, sage ich mal, Arbeitsmusik, die ich gerne zum Arbeiten benutze. Und eigentlich ist es fast nur eine Art von Musik. Und zwar höre ich immer Bach. Irgendwie Bach, brandenburgische Schön. Konzerte. Weiß nicht, es hat irgendwie so einen ganz monotonen Takt. So. Das ist halt so eine sehr mechanische Musik irgendwie. Und trotzdem mit so ein bisschen Gefühl auch verbunden. Ja. Und ja, höre ich eigentlich immer die brandenburgischen Konzerte, wenn ich mal wirklich so eine sehr fokussierte Arbeitssession machen will. Also auch mit Kopfhörern auf. Da kann mich dann auch niemand so wirklich stören. Ich meine, hier die Kollegen im Büro, die sehen dann halt auch, wenn ich Kopfhörer auf habe oder wenn die Tür hier zu ist, bitte nicht stören. Ja, das sollte man vielleicht auch irgendwie machen, weil du gesagt hast, alle Störungen abschalten und dann eben auch sozusagen sich in so eine kleine Welt begeben mit vielleicht diesen Noise-Canceling-Kopfhörern, wenn einem das angenehm ist oder vielleicht auch so ein bisschen Musik. Ja, muss ja jetzt nicht Musik mit, weiß ich nicht, deutschen Texten sein, die einem dann ablenkt von dem, was man da lesen möchte. Ne? Aber Ja. irgendwas Melodisches, vielleicht irgendwas, was eine gewisse Stimmung auch transportiert. Für mich sind das eben die brandenburgischen Konzerte. Kann ja auch Mozart sein oder was auch immer. Sollte vielleicht nicht ganz so gefühlsintensiv sein, ne? Weil man möchte ja eigentlich mit dem Kopf arbeiten und sich da auf seine Skripte konzentrieren. Das wäre noch ein Aspekt, den ich hier noch mit einbringen könnte für die kurzfristige Motivation. Ja, finde ich auch wunderbar. Also die brandenburgischen Konzerte kenne ich noch nicht, werde ich mal mir anhören. Ich habe diverse Lo-Fi-Playlists, also auch dieses leichte, leise Hip-Hop so ein bisschen. Was du auch gesagt hast, also nicht unbedingt mit Texten, ne? Also dass man einfach nicht, wenn man ohnehin schon einen Text liest, konsumiert oder vielleicht auch selber schreibt, dass man da nicht tatsächlich von einem Songtext abgelenkt wird, weil man da nochmal besonders zuhören möchte oder weil es letzten Endes auch stört. Also egal, was ihr an Musik hört, achtet einfach darauf, dass da nicht unbedingt gesungen, gesprochen, gerappt oder sonst was wird, weil das sonst letzten Endes auch ablenkt. Probiert es auch gerne mal aus, ob ihr eben Musik braucht oder ob es euch hilft, euch zu konzentrieren. Gibt ja auch ganz viele schöne Playlists mit allen möglichen ja, Liedern, alles Mögliche. Und mir hilft halt Lo-Fi und bei dir sind es die brandenburgischen Konzerte. Es ist letztendlich, wahrscheinlich ist, müssten es jetzt nicht in dem Sinne für mich auch diese brandenburgischen Konzerte sein, aber die habe ich mir irgendwann so als Trigger einfach entwickelt, Ja, ja, weil ich genau. das halt so oft zum Arbeiten irgendwie gehört habe, zum fokussierten Arbeiten. Ich brauche das nur anstellen, sondern bin ich halt wieder so in so einem Fokusmodus drin und kann da wirklich ganz konzentriert eine ganze Weile an Dingen arbeiten, ja, und irgendwann ist die Musik dann vorbei sozusagen und dann geht es wieder von vorne los und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Also Musik kann man definitiv mal ausprobieren mit Kopfhörern, ja, oder vielleicht dann eben diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Eine Sache, die man vielleicht auch machen kann, wenn man dann wirklich merkt, so man hat jetzt keine Lust, man muss aber, ist vielleicht auch einfach mal sich seine Visualisierung dann vorzuholen, ja, wenn Ja, ganz man klar. das gemacht Ganz hat, ne, klar. und da einfach mal drauf zu gucken. Ganz klar. Und Routinen, wie wir es und Gewohnheiten, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, helfen natürlich total. Wenn du sagst, du hörst quasi die ersten Takte von den brandenburgischen Konzerten, dann ist es natürlich deine Konditionierung, die du im Laufe der Zeit auch aufgebaut hast. Sobald du das hörst, weißt du, du bist eigentlich im Konzentrationsmodus. Und so ist es bei mir genauso. Also mir reicht es schon, einfach diesen Noise-Canceling-Kopfhörer aufzuziehen. Und schon weiß ich kann mich super gut konzentrieren, ne? Also das ist dann ein Switch, der innerhalb von ganz, ganz wenigen Sekunden dann auch passiert. Und dann bin ich in meinem Arbeitsmodus. Und wenn das für die Zuhörerinnen und Zuhörer bedeutet, dass sie dann vielleicht irgendwie eine Zitronenlimonade trinken oder einen bestimmten Stift zum Schreiben nehmen oder sonst irgendwie was, macht genau das. Also so bringt ihr euch immer wieder in eure Konzentration rein. So kommt ihr drüber hinweg, visualisiert euer Endziel und dann schafft ihr auch mit kurzfristigen Motivationslöchern umzugehen. Ja, da haben wir wieder das Thema sozusagen, wie wichtig es ist, sich
Gewohnheiten einfach aufzubauen von Anfang an. Ja, Und total, dann, total. die kann man ja weiterentwickeln auch, aber von Anfang an darauf zu achten, dass man Gewohnheiten aufbaut, sich vielleicht auch eine bestimmte Arbeitsumgebung aufbaut, die ein bisschen unterschiedlich ist, so von anderen Umgebungen, Arbeitsumgebungen, so einen eigenen Schreibtisch nur fürs Studium, was dann dabei hilft, einfach immer so, das dann in einem zu triggern, dass man da dann sozusagen auch sich irgendwie dann da kurzfristig motivieren kann oder auch einfach nur mit Disziplin dann sozusagen sich dahinsetzt und Ganz seine klar, Aufgaben macht. So, du hast auch Kaffee angesprochen, ne? Kaffee gehört irgendwie für die meisten von uns auch zum Arbeiten dazu, oder vielleicht auch ein schwarzer oder grüner Tee oder irgendwas. Und was hältst du von Energy Drinks? Also sehe ich häufiger auf Instagram, dass sich Studis dann vor ihren Lernsessions, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Marken nennen, ne? Aber sehr Ja, stark kennt man ja, zuckerhaltige ne? Getränke mit extremst viel Koffein teilweise reinfahren, trinken irgendwie. Was hältst du davon? Bin ich nicht so der persönliche Fan davon, bin ich ganz ehrlich. Ganz persönliche Meinung, mir schmeckt das auch nicht. Ich finde es immer schwierig, wenn man zum Beispiel mit zu viel Koffein, wobei ich dann auch sagen würde, exzessiver Kaffeekonsum gehört für mich auch dazu, also auch vorsichtig damit. Ich finde das einfach auch schwierig, wenn man dann durch Koffein, Energy Drinks und so weiter über die eigenen Grenzen hinaus kann. Also ich fühle mich nicht gut dabei, wenn ich mitbekomme, dass Studis ja bis tief in die Nacht lernen, sich einen Energy Drink nach dem anderen reinkippen. Dann knallt man sich das ganze Wissen in das Kurzfristgedächtnis, kann es dann halbwegs irgendwie zur Prüfung vielleicht noch abrufen, tut sich aber und seinem Körper meines Erachtens nichts, was unbedingt gut ist. Ich würde da tatsächlich eher anders ansetzen. Also nutzt nicht unbedingt die Energy Drinks, arbeitet wirklich mit der mentalen Arbeit, also mit Visualisierung, Gewohnheiten und so weiter und achtet auch auf Ernährung. Achtet auf eine gute Ernährung, auf Sport, auf Ausgleich, ja. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Genau. Ich halte auch überhaupt nichts von diesen Energy Drinks, ne? Das, da ist halt extremst viel Zucker drin. Das bewirkt halt ja, eine extremste Insulinausschüttung. Und dann geht das Ganze nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde wieder bergab so. Und dann ist man einfach noch fertiger irgendwie als bevor man das dann getrunken hat. Und dann kommt man da in so einen Kreislauf hinein. Dann braucht man den nächsten Energy Drink und dann geht es immer so weiter. Das kann einfach nicht gut für die Gesundheit sein. Worum es ja hier geht, ist dann wahrscheinlich so einen kurzfristigen Ausstoß von Adrenalin und Noradrenalin zu verursachen. Aber ich finde, das kann man auch anders machen, ne? Da hatten wir schon kurz drüber geredet, mit ein bisschen Bewegung. Vielleicht einfach mal ein bisschen spazieren gehen, eine kleine Runde joggen, ohne sich dabei zu verausgaben. Oder mal ein bisschen Seil springen oder irgendwas, wenn man das irgendwie in der Wohnung oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon machen kann, um Herz-Kreislauf-System mal so ein bisschen in Schwung zu bringen. Das schüttet auch Adrenalin aus und das, ja, ist auf jeden Fall nachhaltiger als so ein Energy Drink oder 20 Kaffee oder sowas, ne? Kaffee finde ich auch okay, wenn es nicht zu spät am Tag sozusagen ist. Also sollte man jetzt vielleicht auch nicht abends machen. Ja, der Schlaf ist ja eben auch wichtig, um das, was man gelernt hat, zu speichern und zu verarbeiten. Genau. Und was du auch gesagt hast, also der kleine Spaziergang, das reicht ja. Na? Natürlich ist es wunderbar, wenn irgendjemand das Marathonlaufen parallel zum Fernstudium als neues Hobby entdeckt, weil es einfach hilft, sich ständig zu bewegen, auch da eine Disziplin reinzubekommen, auch da eine Routine reinzubekommen. Aber auch da, also überfordert euch auch nicht damit, also dass ihr irgendwelche neuen sportlichen Rekorde brechen müsst oder sonst irgendwas. Es reichen diese kleinen Routinen. Und es kann natürlich auch eine Routine sein und eine Gewohnheit, dass man einfach sagt, bevor ich anfange zu studieren, mache ich eine Viertelstunde einen Spaziergang. Gehe mit der Natur raus. Oder wenn ich 1, 2 Stunden gelernt habe, gehe ich dann nochmal raus in die Natur oder werde nochmal Seil springen oder renne tatsächlich meine kurze Runde. Da ist es, glaube ich, wirklich die Regelmäßigkeit, die das bringt, die Gewohnheit und wirklich auch dieses auch kleine Ziele setzen. So, jetzt nehmen wir mal an, also wir schaffen es schon einigermaßen, ja, oder ich zumindest, ja, wenn ich meine Klausur nächste Woche schreibe, mich kurzfristig für Dinge zu motivieren. Ich habe da meine Gewohnheiten entwickelt über die Zeit. Ich habe natürlich auch meine langzeitige Motivation oder meine langfristige Motivation für das Studium. Ich kenne meine Ziele und so weiter. Und jetzt falle ich dann trotzdem irgendwie, vielleicht nach dem dritten Semester, in so ein Motivationsloch. Ich habe ein paar Klausuren irgendwie versemmelt, die sind nicht so gut gelaufen. Ich kann die auch nicht mal wiederholen. Die Noten stehen jetzt schon fest. Vielleicht habe ich jetzt so einen gewissen Notendurchschnitt, habe mir so ausgerechnet, wenn ich jetzt so weitermache, ne, dann schaffe ich jetzt keinen, ja, nicht den absoluten Top-Durchschnitt im Studium oder was auch immer. Ja, irgendwas gibt es da, was mich dazu bringt, dass ich jetzt erstmal in so ein Loch falle.
anfange, meine Aufgaben so ein bisschen aufzuschieben, nicht mehr so richtig Lust habe zum Lernen. Es macht, wenn ich dann mal lerne, auch nicht mehr so richtig Spaß. Ja, also ich bin wirklich in so ein Motivationsloch gefallen. Was kann ich denn da tun, um irgendwie da wieder rauszukommen? Was würdest du sagen? Schau dir deine Situation an, ne? Also so wie du gerade gesagt hast, vielleicht habe ich mir irgendwelche ja, Vorgaben selber gemacht, welchen Notendurchschnitt ich erreichen möchte. Setz dich damit auseinander, möchtest, also brauchst du das wirklich? Also muss es der 1, irgendwas Notendurchschnitt sein, der wunderbar ist. Aber mach dir auch klar, es ist hier der Marathon mit einer Mehrfachbelastung über mehrere Jahre. Studium, Job, Familie, also ich erzähl, dieser Dreiklang, ne, den wir da ständig haben. Mach dir klar, ob diese Ziele auch noch stimmen, ne? Und wenn du wirklich in so einem Motivationsloch drin bist, geh wirklich in die Analyse deiner Situation. Was du auch gesagt hast, so drittes Semester ist irgendwie so ein Klassiker, in dem einfach schon wirklich die ersten größeren Motivationsprobleme kommen. Man hat mindestens so 1 Jahr bis 1,5 Jahre diese Studiensituation gehabt. Man hat die ersten Prüfungen abgelegt, man hat die ersten Projekt- und Hausarbeiten geschrieben, diverse andere Leistungsnachweise wahrscheinlich auch schon gemacht, Präsentationen und so weiter. Und dann trifft es einen erstmal richtig hart, weil man sich dann auch erstmal dessen bewusst wird, was mache ich hier überhaupt schon seit 1 Jahr? Und ich muss es wahrscheinlich noch 2, 3, 4 Jahre weiterhin so durchziehen. Und dann, glaube ich, kommt man erstmal so richtig auf den Boden der Tatsachen an. Und hallo, da haben wir das Motivationsloch. Also geht da wirklich in die Analyse, wo kommt das her? Passt das Studienmodell zu mir? Passt die Hochschule zu mir? Wie sind auch meine Erwartungen an mich selber? Muss ich die erfüllen und warum muss ich die erfüllen oder möchte ich die gar nicht erfüllen? Also ist es für mich vielleicht auch in Ordnung, das Studium gerade so zu schaffen, weil ich einfach auch dieses Wissen haben möchte und vielleicht wirklich gar nicht so diese 1 vor dem Komma haben möchte in meinem Durchschnitt. Das kann auch eine Priorität sein und die ist auch absolut in Ordnung. Die ist absolut in Ordnung. Also geht in die Analyse rein, geht die einzelnen Faktoren mal an. Schaut, dass ihr euch auch vielleicht Unterstützung holen könnt. Vielleicht könnt ihr bei der Arbeit nochmal die Arbeitszeit reduzieren, dass man eher auf ein Teilzeitmodell geht. Was das familiäre und das private Umfeld angeht, vielleicht hast du andere Personen, die dich unterstützen können, die vielleicht Kinderbetreuung übernehmen können oder dass wirklich vielleicht Großeltern mal für einen Nachmittag einspringen bei der Kinderbetreuung, Kinder abholen vom Kindergarten. Und so weiter. Also setz dich ganz intensiv damit auseinander, wie ist meine individuelle Situation und was bringt mich dazu. Und dann schau dir auch wirklich deine Visualisierung, sind wir wieder bei der Langfristmotivation, schaust dir nochmal an, prüf da nochmal, habe ich auch alle Gewohnheiten etabliert, die ich brauche, um langfristig erfolgreich zu sein. Na, wenn du nur so wie so ein Leuchtturm immer mal wieder ein bisschen was für das Studium machst, immer mal wieder lernst, bist du nicht in der Gewohnheit drin. Und je häufiger du diesen Aufwand machen musst, um wieder reinzukommen in das Studium, desto anstrengender. Wenn du mal in der Gewohnheit drin bist, dann ist es deutlich leichter, dich kontinuierlich auch zu motivieren. Und eine Sache, die man sich dann auch mal überlegen könnte, ist vielleicht auch mal ein bisschen eine Pause einzulegen. Ja, vielleicht passt das ja auch gerade nicht so richtig irgendwie ins Leben. Und da kann man ja zum Glück an den meisten Hochschulen oder an allen Hochschulen eigentlich auch ein Urlaubssemester einlegen. An den privaten ist es noch ein bisschen schwieriger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in den einzelnen Studienverträgen da geregelt ist, aber in der Regel kannst du da auch ein Urlaubssemester einlegen, ohne dann wirklich deine Studiengebühren weiter zu bezahlen. Ja, und dann sollte man sich mal überlegen, vielleicht so ein Urlaubssemester einzulegen und sich dann bewusst sozusagen sagen, ja, am Ende von diesem Semester setze ich mich dann definitiv wieder an meinem Schreibtisch, bearbeite vielleicht sogar das und das Modul, das ich mir vorher schon festlege, aber bis dahin schiebe ich mir das einfach mal vollkommen weg aus dem Kopf, kümmere mich mal um andere Sachen, kümmere mich mal um Wellness, so nach der Art, darum, dass es mir gut geht, meiner Familie gut geht, und ich das Ganze einfach mal eine ganze Weile aus dem Kopf schieben kann, um da neue Kraft und Energie zu tanken. So, und dann geht diese Zeit vorbei, das Urlaubssemester, und dann muss ich mich irgendwie, ja, eigentlich wieder so ein bisschen kurzfristig motivieren, weil ich muss dann wieder diesen Punkt finden, sozusagen, wo ich mich jetzt tatsächlich an den Schreibtisch setze und dann da irgendwie wieder reinkomme. Ich habe schon wieder so ein bisschen vergessen, wie geht ein wissenschaftliches Arbeiten eigentlich? Wo hatte ich denn jetzt die ganzen Recherchen angestellt für Literatur, für die letzte Hausarbeit und so? Wie habe ich denn das jetzt nochmal gemacht, ja, dass ich in der letzten Klausur so eine gute Note bekommen habe? Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie man so diesen Wiedereinstieg nach so einer längeren Pause, zum Beispiel nach einem Urlaubssemester, hinbekommt?
Ja, ich würde da tatsächlich auch wieder, also zum einen in die also Analyse des Vergangenen gehen, ne, also in so eine Rückschau, wie aber auch in eine Zukunftsplanung, ne, dass ich erstmal schaue, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, womit bin ich gut klargekommen, warum habe ich bei einer bestimmten Prüfung eine besonders gute Note geschrieben, ne? Das war nicht Glück. Das war tatsächlich üben und mir auch tatsächlich diesen Unterrichtsstoff auch erschließen. Na, damit hängt das zusammen. Und was habe ich mir besonders schwer getan? Und womit hängt das wiederum zusammen? Hatte ich vielleicht bestimmte Vorkenntnisse nicht? Gab es ein Modul, was notwendig gewesen wäre, um ein anderes Modul zu machen? Dass man sich wirklich ehrlich macht und die eigene Situation analysiert. Dass man wirklich schaut, was hat zu meinem Erfolg beigetragen und was hat zu meinem Misserfolg beigetragen? Also warum war ich in bestimmten Punkten erfolgreich und in bestimmten Punkten weniger erfolgreich? Und was kann ich dazu beitragen, um in der Zukunft weiterhin diese positiven Aspekte zu stärken und diese negativen Aspekte dann auch zu schwächen? Dass ich zum Beispiel, wenn ich merke, ich hatte in der Vergangenheit immer wieder ein Problem mit Kontinuität, weil ich mich einfach nicht kontinuierlich dran gesetzt habe, weil ich keine Routinen, keine Gewohnheit etabliert habe, dann muss es mein Ziel sein, ich fange jetzt, ich mache diesen für mich Neustart in diesem neuen Semester, nach meinem Urlaubssemester, aber dieses Mal mit Gewohnheiten. Und auch da geht es gar nicht um wirklich große, hochtrabende, dramatische Dinge. Fangt mit Kleinigkeiten an. Und wenn das für den Anfang ist, ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde hin für mein Studium oder vielleicht am Anfang eine Viertelstunde, um wirklich mit ganz kleinen Schritten in die Gewohnheit reinzukommen. Und dann hast du natürlich auch deutlich schneller so kleine Erfolge, dass du dann merkst, du hast in einer Online-Vorlesung noch nicht so richtig viel verstanden, hast das aber jeden Tag eine Viertelstunde, halbe Stunde nachbereitet. Und das nächste Mal verstehst du schon deutlich mehr und dann wirst du auch sicherer. Und dann findest du auch wieder eine höhere Motivation, um bei deinem Studium wieder weitermachen. Und auch da das ganz große Ziel, führe dir immer wieder deine Visualisierung vor Augen, führe dir immer wieder dein Endziel vor Augen. Und das ist wirklich ganz, ganz mächtig, um auch auf solchen Motivationslöchern rauszukommen und auch wieder diesen Neustart nach einer längeren Pause zu ermöglichen. Und an einer normalen Präsenzuni und auch an Hochschulen wie der Fernuni Hagen, da hat man ja eigentlich immer wieder solche Pausen durch die sogenannte vorlesungsfreie Zeit. Ich meine, an der Fernuni Hagen gibt es jetzt keine Vorlesung in dem Sinne, aber da gibt es dann trotzdem eben diese vorlesungsfreie Zeit. Und ich weiß noch, bei mir war eines der großen Probleme auch in den ersten Semestern, dass ich mich völlig überladen hatte mit Modulen und Sachen, die ich irgendwie schaffen wollte, gerade im ersten Semester. Da willst du irgendwie alles schaffen. Du weißt halt, du kannst deine Kräfte auch nicht so richtig einschätzen. Und das hat dann natürlich zu super viel Frust geführt, weil das einfach nicht zu schaffen war. Das Schöne an den meisten privaten Hochschulen ist, dass du deine Module ganz flexibel belegen kannst. Also du musst halt keine fünf Sachen gleichzeitig belegen, sondern du belegst erstmal ein Ding und schließt es ab. Und dann hast du dieses Erfolgserlebnis und dann gehst du zum nächsten über. Und ja, ein paar Semester darauf kann man dann vielleicht auch mal anfangen, mehrere Sachen parallel zu absolvieren. Aber das ist auch mein Tipp, möglichst nicht zu viel zu belegen. Und dann auch nach so einer längeren Pause vielleicht mal zu überlegen, okay, wenn ich jetzt den Wiedereinstieg suche, dann mache ich erstmal nicht so viel auf einmal, sondern fange eben erstmal mit einer Sache an, mit einem Modul vielleicht, mit dieser Taktik nur 15 Minuten am Tag erstmal was zu machen und dann da so Schritt für Schritt wieder reinzukommen. Aber auf keinen Fall sich da einfach zu überlasten, dann gleich wieder mit Aufgaben von Anfang an, sondern dann da auch wieder Schritt für Schritt reinkommen, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit kostet. Aber letztendlich verliert man ja dann nicht so viel Zeit, weil man dann eben, ja, wenn man zu viel gleichzeitig machen möchte, frustriert ist, ja, und dann gar nichts eigentlich von dem schafft, was man sich da vorgenommen hatte. Genau, also das kann ja auch ein Ergebnis der eigenen Analyse sein, dass man sagt, ich habe mir viel zu viel aufgeladen. Ich habe einen Jobwechsel gehabt und ich hatte vielleicht noch einen privaten Wechsel. Ich bin vielleicht irgendwie umgezogen oder sonst irgendwie was. Und ich habe gleichzeitig versucht, fünf Module zu machen. Dann ist ganz klar, ich bin in einer totalen Überforderung drin und muss da erstmal Tempo raus. Also wirklich, wie du gesagt hast, fang mit einem Modul an, dann hast du das Erfolgserlebnis. Plan auch Pausen ein, ganz klar. Und wie du auch gesagt hattest, gerade die privaten Fernhochschulen bieten ja eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Plan da auch gerne deine Pausen rein. Du hast nicht die klassischen Semesterferien, sodass man sagt, naja, Juli, August läuft nicht so wahnsinnig viel, wie in der Präsenz wäre. Dann planst du es dir einfach selber ein. Dann, wann für dich die Semesterferien starten sollen, planst du das einfach ein.
Und du hast eine ganz große Flexibilität in Bezug auf Anzahl der Module, die du machst. Und das kannst du auch entsprechend planen. Wenn das heißt, du brauchst mehrfach im Jahr einfach eine Pause von diesem Studium, dann machst du das. Ganz klar. Ja. Ja, super, dann lass uns mal noch ein bisschen über ja, das, was ich als Lifestyle-Faktoren bezeichnen würde, Ja. reden. Und damit meine ich einfach Dinge, die man auch so außerhalb jetzt des Studiums machen kann, um seine generelle Motivation so ein bisschen zu steigern. Vielleicht auch Motivation oder besser zu lernen. Was ist Motivation eigentlich? Wie funktioniert es genau? Vielleicht auch um Disziplin zu lernen, sich ein bisschen mit Disziplin zu beschäftigen und auch Ja. einfach nur, um sich gut zu fühlen. Ja, ich finde, in einem gesunden Körper, der sich wohlfühlt, ja, der beherbergt quasi auch einen gesunden Geist, ist ja so ein typisches Sprichwort. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du Yoga-Lehrerin bist. Ich bin auch Gibt es da irgendwie einen Yoga-Lehrerin. Zusammenhang zwischen Yoga und Motivation? Zwischen Yoga und was? Jetzt habe ich das Und jetzt. Motivation? Kann man sich mit Yoga irgendwie seine Motivation steigern, oder? Auf jeden Fall. Also mir hilft Yoga ungemein, einfach auch mal runterzukommen von stressigen Phasen. Und dann wirklich auch ganz zu mir zu kommen. Ne? Also also ich bin da natürlich auch nicht frei davon. Also auch wenn ich Yoga-Lehrerin bin, dass ich mal Situationen habe, in denen ich sage, mir steht hier alles bis oben hin. Ich fühle mich überfordert durch Tätigkeiten an Hochschulen, Jobs, Instagram. Ich baue ja mein Instagram-Profil als Content Creator noch auf. Natürlich ist da jeder mal auch in der Überforderung drin und da hilft natürlich beispielsweise mir persönlich Yoga ungemein. Dass ich da wirklich zur Ruhe komme, tatsächlich aber auch in eine körperliche Entspannung komme, was ja auch wichtig ist, weil Fernstudis beispielsweise ja auch den ganzen Tag also viel vor dem PC sitzen. Das ist für Online-Dozierende das Gleiche. Und da braucht man natürlich auch diese körperliche Entspannung. Das muss aber nicht Yoga sein. Wenn jemand gerne Fallschirm springt und dadurch entspannt wird, ist das absolut in Ordnung. Also auch da macht die Dinge nicht größer, als sie sein müssen. Macht das, was euch gut tut. Und wenn das ist, fünfmal um den Block zu laufen, dann ist das mein Lifestyle, der für mich absolut passt. Oder wenn für dich Seilspringen das Hobby ist oder auch die sportliche Betätigung, mit der du den Ausgleich schaffen kannst, dann machst du bitte das. Aber wichtig ist, dass du dir was suchst, meines Erachtens. Ne? Also dass man eben nicht nur 8 Stunden am Tag arbeitet oder noch mehr. Pendelt vielleicht auch noch und dann noch am Abend 3 Stunden in einer Online-Vorlesung sitzt. Man braucht auf jeden Fall auch seinen körperlichen Ausgleich. Okay, also ganz klar etwas Körperliches, ne? Das ist so ein ganz wichtiger Lifestyle-Faktor, nicht Ja. nur seinen Geist sozusagen die ganze Zeit Auf jeden anzustrengen und Fall. nicht nur im Kopf zu leben und so zu verkopfen quasi auch durch das Ja. Studium, sondern irgendwie, wenn man es nicht schon beruflich irgendwie macht, vielleicht ist man der Fitnesstrainer oder irgendwas, Das sondern da stimmt. versuchen, irgendwie einen Ausgleich zu finden, ne? Yoga, sagst du, das gefällt jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt, ist etwas auch, was man, finde ich, erstmal auch lernen muss, sich da auch ein bisschen damit beschäftigen muss, aber man kommt da auch recht schnell rein, ne? Einfach erstmal vielleicht auf YouTube gucken, so, da gibt es halt einen Haufen geführte Yoga-Kurse oder Yoga-Sessions, da kann man einfach mal mitmachen, nachmachen, so langsam Gefühl für den Körper entwickeln. Fitnessstudio, also ich bin so ein Fitnessstudio-Gänger, ich gehe einfach ins Ja. Fitnessstudio, setze mich da auf das Fahrrad oder auf so ein Fahrradergometer und dämmel da eine halbe Stunde und kann dabei irgendwie so ein bisschen nachdenken und abspannen. Oder auch einfach nur so beim Training, wenn es jetzt kein übertrieben starkes oder schweres Krafttraining ist, ne? Das Ja. beansprucht ja dann wieder so sehr, dass ich danach am liebsten erstmal schlafen würde. Aber so ein leichtes Training, was ich auch sehr gerne mache, ist im Wald einfach laufen gehen, ne? Eine Runde laufen, das hilft. Gleiches Thema bei mir, ganz wunderbar. Schönes, schönes Thema. Also in der Natur zu gehen, das finde ich, das hilft wahnsinnig. Auch da kommt man nochmal komplett mit den Gedanken weg von allen aktuell laufenden Themen. Wenn man da erstmal, bei mir ist es so, wenn ich im Wald ein bisschen spazieren gehe und dann, ja, man hat gut frische Luft, man hat ja die Naturgeräusche durch Vögel und so weiter. Und das ist natürlich, finde ich, ungemein erdend und das hilft natürlich auch sehr, aus so Stressphasen rauszukommen. Ist jetzt halt zur Winterzeit dann mal ein bisschen schwerer, aber selbst, also ich gehe auch sehr gerne im Winter einfach laufen. Und Bei was ich mir dann auch. auch häufig mache, ist ganz bewusst sozusagen versuchen, dann in diesem Moment da auch zu sein. Also wenn ich jetzt spazieren gehe oder laufen gehe, Ja. joggen gehe im Wald, einfach mal auf diesen Moment zu achten. Zum einen auf meine ganzen Körperwahrnehmung, ja, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich jetzt hier gerade jogge und tief atme und so in diesem Rhythmus auch bin. Und dann auch, was höre ich? Ja, du hast gerade gesagt, Vögel zwitschern, im Sommer natürlich mehr und im Frühling als im Winter.
aber oder was sehe ich gerade und versuche mal so ein bisschen aus meinem Standard 0815 Alltagsgedankenfilm rauszukommen und so ganz in diesen Moment reinzukommen. Ja, Achtsamkeit ist das ja letztendlich. Ich wollte gerade sagen, also das ist ganz große Stichwort ja das Thema Achtsamkeit und das finde ich auch wirklich ganz wichtig. Also so wie du auch gesagt hast, ne, du bist dann ganz achtsam draußen, achtest auf die einzelnen Dinge. Man kann sogar achtsam seinen Kaffee zubereiten, ne? Also dass man einfach wirklich in dem Moment drin ist und nach wie vor, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, es braucht oftmals gar nicht die ganz großen Dinge, ne? Also ich muss nicht 1,5 Stunden Yoga gemacht haben, um dann lernen zu können. Es kann auch mal eine kleine Entspannung sein, es kann mal eine kleine Dehnungsübung sein oder der kurze Spaziergang um den Block. Auch da sollte man, glaube ich, auch nicht in so ein Extrem kommen, dass man da auch noch mal so die nächste Hürde oder den nächsten großen Ehrgeiz in das Leben einbaut, dass man da einfach sich noch mal eine weitere Verpflichtung aufbürdet. Auch da die Kleinigkeiten machen das meines Erachtens. Aber auch da bitte schaut, dass ihr das in die Gewohnheit reinbekommt. Ne? Also, dass ihr wirklich regelmäßig Sport macht. Das muss nicht viel sein, aber die Regelmäßigkeit ist wichtig. Routinen auf jeden Fall da auch aufzubauen, was den Ja. Sport angeht. Und dadurch lernt man, also ich zumindest, auch so ein bisschen Disziplin. Also ich Ja. werde häufig auch mal gefragt, ja, du kannst es, also, oder bekomme das immer zu hören, ja, du kannst das irgendwie so, du kannst dann da regelmäßig den Sport machen, irgendwas. Aber ich brauche da in dem Sinne eigentlich gar keine Disziplin mehr dafür, weil das halt ein Bedürfnis für mich ist. So, wenn ich meinen Körper nicht irgendwie bewegen kann, dann nicht irgendeinen Ausgleich habe zu dieser sehr verkopften Arbeit, die ich auch mache, hier vom PC halt sehr viel zu sein, oder wenn ich halt was lerne, sehr viel da einfach versuchen, so in meinen Kopf reinzubekommen. Wenn ich da keinen Ausgleich dafür habe, so, dann habe ich das Gefühl, dann werde ich einfach ein schlechter Mensch. Ja, dann fühle ich mich einfach nicht gut. Ich bin auch nicht gu so gut in dem, was ich mache, wie wenn ich sozusagen den körperlichen Ausgleich habe. Deswegen, das ist ein Bedürfnis dann einfach da für mich. Was schwierig ist, wo ich dann Disziplin brauche, sind natürlich die sehr intensiven Workouts, beispielsweise im Studio, wo ich dann auch wirklich bewusst Kraft aufbauen will, wo ich dann wirklich einen Trainingseffekt erzielen möchte, ja, indem ich einfach versuche, mehr zu schaffen als beim vorherigen Mal. Da brauche ich dann natürlich Disziplin, ne? Weil das ist ja dann auch mit Schmerzen beispielsweise verbunden, wenn man sich dann da irgendwo durchpushen muss und so weiter. Ja, das hilft. Was für mich auch hilft, um Disziplin zu üben, sind die kalten Duschen, ne? Weil das oder kalte Bäder dann aus. Manchmal im Winter mache ich keine kalten Bäder, im Sommer dann mal eher, aber das kostet dann schon sehr, sehr viel Disziplin, dann da wirklich in so eine eiskalte Wanne einzusteigen, ja, ist noch ein bisschen schwieriger als nach einer Sauna, ja, da ist es ja eigentlich relativ einfach, wenn man schon so aufgehitzt ist, dann in so ein Abkühlbecken zu steigen, aber einfach mal so in eine kalte Badewanne zu steigen, das kostet schon sehr viel Disziplin, da kann man einfach mal üben, so, wie funktioniert es eigentlich, wenn ich mich jetzt wirklich bewusst entscheide, ich mache das jetzt, auch wenn ich gar nicht will, ne, ja, und so, ja, diese Disziplin, die kann man vielleicht auch so ein bisschen dann auf sein Studium anwenden. Also, ja. Jeden Fall und alles, wie wir auch oder wie du das auch geschildert hast mit den kalten Bädern, also alles, was man zum ersten Mal macht, kostet erstmal wahnsinnig viel Überwindung, Motivation. Und je häufiger du das machst, desto leichter wird es. Ne? Also das zweite, vierte kalte Bad ist wahrscheinlich deutlich angenehmer als das erste, weil du einfach vom ersten Mal die Erfahrung hast. Es hat gut funktioniert, ich habe das hinbekommen, ich habe das Selbstvertrauen, ich kriege das auch wieder hin beim zweiten, zehnten oder hundertsten Mal. Aber ich sag mal, es ist immer schwer. Also bei jedem, selbst wenn man das Ja, schon das glaube 100 Mal ich. gemacht hat, ist es immer wieder schwer, dann da reinzugehen. So, ja, einfacher wird es, wenn man vorher ein heißes Bad macht. So, aber das nur als kleiner Tipp am Rande, so ein bisschen wie Das Sauna löst es letztendlich. Ne? mal Ist halt so eine, ich sage immer, es ist Sauna für Arme. Einfach erstmal ein ganz heißes Bad machen, danach in ein kaltes Bad gehen oder wenn man keine Zeit hat für Sauna. Also Körperlichkeit, ganz wichtig, ne? Als Lifestyle-Faktor auch so ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Da gehört auch die Ernährung so ein bisschen dazu. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte, was Ernährung angeht, kein Ernährungsberater, aber ich habe mich da auch über die Jahre ein bisschen damit auseinandergesetzt und hier empfehle ich auch unseren Zuhörern, sich einfach mal vielleicht so ein bisschen mit den sogenannten Neurotransmittern auseinanderzusetzen. Dopamin ist ein wichtiger Neurotransmitter, der auch viel mit Motivation zu tun hat und einfach mal zu gucken, was gibt es denn vielleicht für Lebensmittel, die dabei helfen, dass zum Beispiel mehr von diesem Neurotransmitter ja, produziert wird, ne? Dass man da so ein bisschen höheren Spiegel von diesem Neurotransmitter im Kopf hat oder auch ein bisschen höheren Spiegel vielleicht von Adrenalin und Noradrenalin, was ja auch dabei hilft, sozusagen sich zu konzentrieren, so einen Fokus zu halten.
Und da kann man einfach mal gucken, was es da so für Lebensmittel gibt, die viel von bestimmten Aminosäuren enthalten, die dann eben als Ausgangsstoffe bei der körpereigenen Synthese von diesen Neurotransmittern helfen. Stichwort ist hier die Aminosäure Tyrosin. Ne? Gibt es auch als Pulver zu kaufen, kann man auch nehmen, kann man auch mal damit ausprobieren. Aber es gibt auch Lebensmittel, die enthalten viel Tyrosin. Ja? Soweit ich weiß, Nüsse beispielsweise, Cashews, solche Sachen, Eier auch, soweit ich weiß. Und es hilft dann auch alles so ein bisschen sozusagen, seinen Körper darauf zu trimmen, ein bisschen motivierter und fokussierter zu sein. Weißt du da noch was dazu? Oder ist es einfach der klassische Kaffee, der dann letztendlich auch hilft? Ja, natürlich auch. Nein, gesunde Ernährung, wie du schon gesagt hast, hilft auf jeden Fall. Also gerade auch in stressigen Phasen, schon allein, weil man sich auch dessen bewusst wird, ich tue mir was Gutes. So gerade in den stressigen Phasen, glaube ich, sollte man noch achtsamer mit sich umgehen, noch stärker auch in seine Körperlichkeit so ein bisschen reinspüren. Und macht das bitte nicht, dass ihr einfach nur dann ein Fastfood-Gericht nach dem anderen euch zubereitet. Das ist okay, mal die Dose Ravioli aufzumachen, wenn einfach keine Zeit da ist und so weiter. Aber seid euch dessen bewusst, dass ihr einfach auch mit guter Ernährung sehr viel zum beispielsweise zum Studienerfolg beitragen könnt. Na, so wie du gerade gesagt hast, gute Ernährung hilft natürlich auch für die Motivation, generell natürlich auch sich was Gutes tun. Und dazu gehört selbstverständlich auch eine gute Ernährung. Ja, und ein Körper, der schlecht ernährt ist, der hat auch nicht so richtig Lust, irgendwie sich zu konzentrieren und sich zu fokussieren. Man muss das ja nicht übertreiben, also extremst clean eaten, wie man heutzutage sagt. Und da wirklich, man kann natürlich auch mal eine Pizza essen, ja, vielleicht auch zur Belohnung Natürlich, und ganz klar. sowas. Das gehört irgendwie auch dazu. Das finde ich auch besonders wichtig, ne, dass man sich dann eben auch mal mit sowas belohnt. Aber das sollte jetzt vielleicht nicht der absolute Alltag sein. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach mal schauen, was gibt es für Aminosäuren, die auf unsere Neurotransmitter so ein bisschen einwirken, so, das ist vielleicht auch für den einen oder die andere interessant. Ja, und ansonsten natürlich Kaffee, grüner Tee sind auch so Sachen, die dabei helfen können, so ein bisschen sich kurzfristig zu motivieren. Hast du noch irgendeinen Lifestyle-Faktor vielleicht, den wir jetzt hier vergessen haben, der auch noch mit auf die Trinken. Motivation einwirken könnte? Viel trinken, das Hirn braucht Wasser. Ja. Ganz, ganz viel trinken. Gleich als allererstes, wenn man morgens aufsteht, oder kann man ja auch zum Beispiel gerne warmes Wasser trinken oder warmes Wasser mit Zitrone. Das ist so mein ganz persönlicher Lifestyle-Hack. Ah, okay. Weil da kommt dann wirklich auch der Körper ja, in Schwung und der fängt dann auch an zu arbeiten, zu verdauen und so. Und das brauchen wir natürlich dann morgens, um ja, gut in Schwung zu kommen. Genau, in Schwung komme ich übrigens auch gerne mit meinem Trampolin. Also wir haben hier im Büro ein Trampolin stehen, so erstmal was trinken so und dann eine Runde auf dem Trampolin irgendwie so 100 Sprünge einfach so und dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen in Das Schwung. Habe ich heute Morgen dann auch gemacht, ne? In Kombination mit der Dusche und ja. allem so. Wenn mein Körper dann so richtig in Schwung erstmal ist so und dann fällt es mir eben auch leichter, mich zu motivieren. Ein Lifestyle-Ding hätte ich vielleicht noch so, das ist Licht und Sonne. Also da gibt es sicherlich auch Zusammenhänge, die man sich mal in Studien und so nachschlagen kann. Habe ich jetzt nichts parat hier, auch nichts, was ich jetzt hier verlinken werde. Ich weiß es eben nur so aus meinen bisschen Beschäftigung damit, aber ich kann es euch jetzt leider hier nicht wirklich wissenschaftlich korrekt wiedergeben. Aber ich weiß, es gibt definitiv Zusammenhänge zwischen beispielsweise Dopamin und Sonnenlicht oder UV-Licht und man merkt es ja auch, ne? Wenn man da einfach mal eine Stunde in der Sonne gelegen hat, je nachdem, was man jetzt von Hauttyp vielleicht ist, kürzer oder länger, dann danach fühlt man sich einfach viel besser und motivierter und fokussierter, ich zumindest, ne? Im Winter mache ich das jetzt ein bisschen über Solarium. Muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, wenn man eine Angst vor Hautkrebs oder irgend sowas hat, so. Aber mir tut es gut so. Ich merke das auch so nach so einem Solarium. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag, einmal die Woche vielleicht momentan. Ja, da bin ich auch mal sehr motiviert und sehr fokussiert. Weiß nicht genau, woran es jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist so, dass sich helles Tageslicht, ja, und selbst an so einem bedeckten Tag, bei mir sehr förderlich auf meine Motivation und meine Stimmung generell auswirkt. Ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich schaue auch immer, dass ich meinen Schreibtisch oder der ist am Fenster, steht dann einfach dran, damit ich dieses Tageslicht habe. Jetzt im Moment, wir hatten jetzt gestern die längste Nacht des Jahres. Da haben wir natürlich extrem wenig Tageslicht. Aber da sollte man auf jeden Fall drauf achten oder dass generell mein Arbeitsplatz ja, hell ausgeleuchtet ist, dass ich ausreichend auch Platz habe, um dran zu arbeiten, um dort auch zu studieren, damit ich das auch gerne mache. Ne? Also da sollte man, wenn man jetzt nicht allzu viele räumliche Möglichkeiten hat, vielleicht eine kleine Ecke sich schaffen, möglichst nah eben am Fenster dran mit Tageslicht, damit man da wirklich so seine
ja, wirklich seinen Rückzugsort auch hat, um dann wirklich auch konzentriert was für das Studium machen zu können, weil man wirklich sehr fokussiert und konzentriert vorgehen muss, weil man leider einfach nicht diese zeitlichen Möglichkeiten hat, Ja. großzügigst mit der Zeit umzugehen. So, dann haben wir jetzt noch so ein paar Lifestyle-Faktoren hier zusammengetragen, die auch dabei helfen, so ein bisschen motivierter zu sein, die aus meiner Sicht genauso wichtig sind, sozusagen wie die Planung beispielsweise, bevor man so ein Fernstudium angeht. Und ja, ich würde sagen, zum Abschluss reden wir mal noch so ein bisschen über dich. Also ich habe eine klassische oder eine Standardfrage, die habe ich bis jetzt in fast jedem Podcast gestellt, was mich mal so ein bisschen interessiert bei meinen Gästen. Wie war denn die Schulzeit? Kannst du dich noch an deine eigene Schulzeit erinnern? Also Ja, ganz meine mit Sicherheit. Schulzeit. Ich glaube, die war verhältnismäßig schwer. Das muss ich schon sagen. Also ich hatte den Wechsel von der Realschule auf das Gymnasium gemacht. Ich war eigentlich immer so ein bisschen ein schüchternes Kind. Weswegen erstmal die Lehrer empfohlen hatten, dass ich auf die Realschule gehe. Habe dann aber mich auch entsprechend weiterentwickelt und hatte da tatsächlich den ganz großen Plan, ich möchte Deutschlehrerin werden Ah ja. und wollte dann eben auch mein Abitur machen, aufs Gymnasium gehen, habe ich dann auch gemacht. Und als ich dann Abitur hatte, war das Thema Lehrerin werden total erledigt. Ich habe dann internationales Management studiert, aber letzten Endes hat es mich ja dann doch wieder zu Lehrtätigkeiten gebracht, weil ich eben jetzt auch schon seit mehreren Jahren als Dozentin arbeite. Aber wie du schon, also wie du gefragt hattest, die Schulzeit war tatsächlich nicht ganz einfach für mich durch diesen Schulwechsel, den ich da hatte. Und genau, vielleicht auch wäre da das einfacher gewesen, wenn ich vielleicht einen Realschulabschluss gemacht hätte und dann im Anschluss das Abitur. Da war auch so ein bisschen der Ehrgeiz meiner Eltern da, dass ich dann eben gleich auf das Gymnasium gehe und dann direkt auch im Gymnasium mein Abitur mache. So, neben deiner Dozententätigkeit arbeitest du auch oder hilfst du Studis auch dabei, gut Ja. durch ihr Studium zu kommen, ja, als Coach. Genau. Wie sieht es denn aus? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Hast du ein bestimmtes Coaching-Programm, irgendwie da einen bestimmten Ablauf? Erzähl uns mal so ein bisschen was darüber. Also ich arbeite sehr individuell mit meinen Coaches. Zum einen, weil ich das natürlich sehr gut nachvollziehen kann, welche Herausforderungen man selber als Fernstudent oder Fernstudentin hatte. Ich hatte ja selber die Situation und ich bin es eben seit vielen Jahren hauptsächlich eben auch in der Online-Lehre oder Fernlehre als Dozentin tätig. Und da fällt halt auf, da sind sehr, sehr häufig sehr ähnliche Herausforderungen. Ne? Über einige haben wir schon gesprochen. Ich arbeite dann immer sehr individuell. Das läuft dann so, dass wir erstmal ein unverbindliches und auch kostenloses Kennenlerngespräch machen. Da schauen wir erstmal so, der Coachie und ich, wo sind überhaupt die Herausforderungen? Was ist das für ein Thema? Ne? Ist das vielleicht das Thema Motivation, über das wir heute ganz ausführlich gesprochen haben? Ist es vielleicht das Thema Prüfungsvorbereitung, vielleicht auch Prüfungsangst? Oder ist es vielleicht wirklich so was Handwerkliches? Ne? Ich weiß nicht, wie ich mit wissenschaftlichem Arbeiten umgehen soll. Oder ich tue mir schwer, Themen zu finden, solche Geschichten. Wir stecken also erstmal so die Themen ein bisschen ab und schauen natürlich, können wir miteinander? Na, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also passt die Chemie zwischen dem Coachee und mir, weil ansonsten, glaube ich, kann man einfach auch nicht diese sehr intensive Zeit miteinander verbringen. Und dann wird es auch in der Zusammenarbeit ziemlich schwer, wenn das nicht passt. Das heißt, wir führen erstmal dieses Erstgespräch. Wie gesagt, das ist kostenlos und unverbindlich, um sich erstmal kennenzulernen, um das Problem herauszufinden. Und dann definieren wir dann die nächsten Schritte, sodass wir einfach sagen, dann ist in einigen Fällen vielleicht eine kurzfristigere Begleitung notwendig, wenn man sagt, das ist lediglich ein Thema gewesen. Das hat man gleich schon identifiziert. Man hat auch gleich die Ursachen identifiziert und man kann es vielleicht auch kurzfristig abstellen. Solche Fälle gibt es ja auch. Und dann gibt es natürlich auch Coaches, die eine längerfristige Begleitung wünschen oder auch brauchen. Und das sind dann so Zeiträume von, ich sage mal, so 3 bis vielleicht auch 6 Monaten, sodass man über diesen Zeitraum sich regelmäßig trifft, an den grundlegenden Themen arbeitet oder vielleicht auch an mehreren Themen parallel, um dann natürlich wieder den Weg zu finden zum ja, glücklichen, zufriedenen Fernstudium.
Und wer mit dir in Kontakt treten möchte, der kann das beispielsweise über Instagram machen. In deiner Bio hast du auch einen Link, soweit ich Genau. weiß, über den man dann einen Termin buchen kann. Genau. Und ja, wer den möchte, der kann dir natürlich auch folgen auf Instagram und wird da regelmäßig mit ein bisschen Motivation letztendlich für das Studium versorgt und mit Tipps und Tricks, wie man da besser durch sein Fernstudium kommt. Wir verlinken euch das natürlich auch alles in der Beschreibung für diesen Podcast. Also folgt Vanessa dort auf jeden Fall. Study with Vani heißt der Instagram-Account. Und ja, ich sag mal so, vielen tausend Dank, Vanessa. Ich hoffe, wir haben hier einigen Studis, die gerade in einem Motivationsloch sind, so ein bisschen geholfen, aus diesem Motivationsloch jetzt in der nächsten Zeit wieder rauszukommen. Also vielen Dank für das Gespräch und deine kompetente Auskunft zu diesem Thema. Ich danke auch für die Einladung. Dankeschön. Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.